Hallihallo Löhle, zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Weiter geht's. Ich hätte gerade versucht, es. Eigentlich wollte ich Sackwood aufnehmen, da weitermachen. Aber krieg ich nichts zum Laufen. Ob er mit der Grafikkarte nicht zurechtkommt. Habe auch ein Patch für drauf gemacht, wir würden das sehen, muss man ja haben. 2,28 glaube ich, der Patch. Drauf gemacht alles. Der hängt im Ladebildschirm immer fest, immer bei Fonds. Also diese Rechtschreibart da, diese Rechtschreibarten. Fonds, da hängt er immer fest. Ich kann nicht beenden, ich kann nicht den Task Manager beenden. Ich muss immer PC neu starten, das ist ein bisschen nervig. Fenstermodus sollte eigentlich starten, macht er auch nicht. Man sagt, mein Vollbildmodus ist ein bisschen bescheiden. Also habe ich mir gedacht, mache ich ja erstmal Final Fantasy 7 weiter. Dass ihr überhaupt irgendwas habt zum Gucken. Gestern kam ja WoW neu begonnen. Ich habe endlich mein PC alles fertig. Machen wir wieder weiter hier. Endlich wieder. So, was hast du zu sagen? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Kaufen? Was ist denn? Analyse habe ich doch. Auto Vita. Ja, tschüss. Auf weitere Daten zu meinem Kampf berichten. Ja. Wo sind wir überhaupt hin? Was meint? Das war natürlich gar nichts mehr hier. Friedhof, okay. Und da ist das Schimmer zu den Aktionen. Okay. Da haben wir ja geschlafen. Können wir schlafen? Moment, Kampfberichte. Jetzt haben wir den Nacht da offen. Elementarattacken, Schockphänomen. Okay. 11. Hier war die Schallplatte. Hier ist auch der tiefer siebten Himmel, natürlich. Der siebte Himmel. Soll ich da schon hingehen? Weiß ich, ach, gehen wir mal hin. Weiß gar nicht. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer? Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Willst du dich dann noch nach weiteren Aufträgen umhören? Ja, gern. Okay. Übrigens wird jetzt auch die Grafikqualität und auch die Audioqualität besser sein. Ich habe auch ein neues Headset. Habe ich bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen. Ja, Grafik sollte eigentlich so besser sein. Es ist, glaube ich, wenn alles so klappt, müssen wir nochmal genau schauen, 720p. Sollte es eigentlich sein. Aber muss ich nochmal genau schauen dann. Wenn ich nächstes Mal auch eine Session aufnehme. Ich nehme mal 3 Folgen am Stück auf. Alles
So, sind wir wieder in der Fabrik. Hier will ich so mal ein bisschen trainieren. Ja, genau. Man kann ja in Teil 1 hier bis Level 50 trainieren. Warum so hoch? Keine Ahnung, frag mich nicht. Was auch nicht, wenn Teil 2 kommt? Keine Ahnung. Steht noch in den Stern. Ich meine, wer Teil 7 kennt und denkt, bis Level 50, was kommt denn alles sein, das dann noch. Wo wird am Ende sein? Ja, keine Ahnung, ob die Level komplett übernommen werden oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wo geht's jetzt hier weiter? Ach, hier. Genau. Ja, ich muss lange her, das hier, mein Gott, als ich das hier gespielt habe, so jetzt haben wir es. Ich finde, man kann hier in der Fabrik schon gut leveln, weil die Gegner kommen immer wieder. Wenn man einmal durch ist, dann kann man ja noch auf schwer spielen. Und da ist es wohl nicht ganz unerheblich, dass man da bestimmte Materie hat, wie CP-Boost, wenn man mehr HP hat. Aber eins nach dem anderen. So, gehen wir hier lang. Ich kann ziemlich mehr richtig aus, aber etwas länger her. Das Tor ist noch zu. Da. So, hier ist, hab ich auch schon geholt. Ah, Gegners. Gegner, kommt her. Aber echt, ey. Wow, das ist immer nervig. Das nervt ohne Ende. Also Gel habe ich eigentlich nicht wirklich viel gebraucht in meinem Spiel. Ja, man kann zwar die Schallplatten kaufen, die kosten ja so gut wie gar nichts. Und auch so Potions bekommt man eigentlich ohne Ende und die anderen Sachen. Eigentlich genügend. Warum man bei den Viechern nicht hochspringt? Keine Ahnung. Auch ein bisschen komisch. Manchmal springt er in die Luft hoch, aber bei denen hier gar nicht. Die kann man nicht zerstören. Ja. Hier ist noch was. Schlüssel der Bürgerwehr. Kann man Potions kaufen und so was.
Na, Heiltränke habe ich schon 26. Braucht man nicht wirklich kaufen. Ja, mehr ist er nicht. Auf der Bank kann man sich ausruhen, kann man sich wieder heilen, das weiß ich auch noch. Mann, das ist nervig. Ja, finde ich auch. So kann es weitergehen. So noch besser, Doktor. Man konnte doch hier Tore öffnen. Da kann man, glaube ich, an zwei oder drei Gegenstände dran. Ich weiß nicht mehr genau, wo die waren. Nichts. Ja, hier ist nichts. Ja, ich lasse mir Zeit im Spiel. Ich will auch kein Spiel schnell durchzocken, nicht was. Ich lasse mir schön Zeit damit, untersuche alles. Ich versuche natürlich weiterhin alles zu finden, alles zu machen. Mal gucken. Und tschüss. Noch ein Heiltrank. Also man bekommt genug. Cloud, Level Up. Stufe 12. Nee, da war ich ja. Da war der Schlüssel im Bürgerwehr. Hm? Ah. Kleiner Ratten. Magie, Bieter. Klau. Hier ist noch was. Erstmal heilen. Magie. So. Schloss geöffnet. Da ist ja der Schimmer. Volle Konzentration. Genau so. Jetzt springt er wieder hoch. Gerade nicht. Ach so, Magie. Eis. Es wird kalt. Magie, Blitz. Stromschlag. Jetzt oder nie.
Schockanfällig, damit Fertigkeiten. Schwertschlur. Ist ja nicht im Zustand. Genau so. Ist ja ziemlich schwach. Magie, nochmal Bieter. Gar nichts dran. Ja, mach mal tiefer. Immer tiefer, tiefer. Analyse muss ich, glaube ich, nicht mehr machen, ne? Fertigkeiten, genau da, Analyse. Wirksam ist das grüne Gift, oder was? Null mal besiegt, aha. Mein Gott. Mein Gott. Schimmer besiegt. Ja, komm mal zurück. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie alles genau war. Die ganzen Kampfberichten da. Hey. Willkommen zurück. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Ist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ganz anders als diese großschnäuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. Ah ja, klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Ein Sternenreif bekommen. Okay. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst. Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln des Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. So, ist ja erstmal jetzt Schluss für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VII. Bis dahin, tschö mit Ö.